Das Osterfest ist nun vorbei, übrig ist so manches Ei, und die Hasen da es nicht versäumen, im Klassenzimmer aufzuräumen. So manches Ei ist übrig geblieben, wo alle doch die bunten Eier lieben, und man sollte nicht vergessen, jetzt können die Hasen mit dem Lehrer die ganzen Eier essen. Die Hasen können es kaum fassen, hat doch der Osterhase für sie ein paar Eier liegen gelassen. Der Lehrer sieht die Hasen an und spricht, dass man die Eier essen kann. Außen ist die Schale hart, innen sind die Eier zart. Und wie man schon vermuten tut, schmeckt ein buntes Osterei auch sehr gut. Was haben da die Hasen bloß? Sind doch die Eier ziemlich groß. Und wer ein Ei gegessen hat, ist wirklich nach dem Ei dann satt. Zum Glück haben die Hasen von den bunten Eiern noch ein paar Stück. Es ist nur wirklich schade, dass es aufgegessen ist, das Ei aus Schokolade. Der Lehrer den Hasenschülern nun erklärt, es wäre nicht verkehrt, im Unterricht jetzt wieder zuzuhören und nicht den Unterricht zu stören. Die Hasen haben nun gelernt, dass man die Farbe an den Ostereiern nach dem Bemalen nicht entfernt und können jetzt halt die Ostereier verzieren und mit einem Muster dekorieren. Im Klassenzimmer ist nun Ruhe und die Hasen hören dem Lehrer beim Erzählen zu. Tut ein Hase sehr viel Wissen da begehren und der Lehrer muss halt alles dann erklären. Wie ja nun ein jeder weiß, steckt ein Hase voller Energie und Fleiß. Der Lehrer es auch nicht bestreitet, bald wird das nächste Osterfest dann vorbereitet, wo es dann wieder viel Arbeit gibt, wo ein jeder Hase das Bemalen von Eiern ja sehr liebt.